Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Which one is Drew's room? Life is strange before the storm. Guess I'll never see my name on one of these. I wouldn't have made it to senior year anyway. 110, okay. Das hatten wir, ne? Ja, okay. Neuigkeiten zum Feuer. Arcadia Bay, Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon, 16.51 Uhr. PST? Samstag, 8. Mai 2010. Feuer im Culmination Nationalpark, jetzt 50% unter Kontrolle. Zusätzliche Straßenschließungen, Details im örtlichen Medien. Okay. So. Aber es wird auch nur... Really? Could Elliot be lamer if he tried? Ist das Elliots Zimmer? Hallo? Elliot? Bist du da? Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. Alter, 1 plus. Er gönnt sich. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. Stipendiumsbrief. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Lieber Elliot, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre akademische Leistungen und Ihre finanzielle Status die Bedingungen für den weiteren Erhalt finanzieller Hilfe erfüllen. Für das bevorstehende Frühlingssemester 2010 wird die Prescott-Stiftung all ihre Bildungskosten sowie Kost und Logis übernehmen. Glückwunsch zu ihrem anhaltenden akademischen Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, Raymond Wells. Okay. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? Eine Biografie von Ernest Hemingway. Kaputte Orte. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Wie lange muss das her sein? Guess I'm not the only one who keeps a diary. That's not half bad. Als sie den Raum verließ, es war elektrisch, errötete Schwingen, gespanntem Schmerz. Okay. Dark. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras. Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich, doch die dunklen Götter lachen. Who is it that Elliot's writing about? Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See so umschmeichelt und warm, wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn formlose, kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft und nur für einen Augenblick ist alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Elliot, okay. Way more artistic than I thought. Sie sehen sie, und doch sehen sie sie nicht. Wie kann das sein, wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist? Und sie schreit gleich einer kreischenden Rakete, Feuer auf ihren Fersen. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Wie kindisch sie ist, wie lieblich und grausam, ihr schwarzes Messer vergießt Worte, tropfend... Wie vor Tinte, alles klar. Schublade wieder schließen. Bin ich leiser als sonst? Glaub schon. Okay. Elliot's mom seems nice. Betreff Glückwunsch. Hey Liebling, ich habe gerade den Brief über dein Stipendium erhalten und ich könnte nicht stolzer sein. Ich habe ihn der ganzen Familie gezeigt. Deine Großmutter sagte nur, natürlich hat er eins. Er ist mein Enkel. Dein Vater hat wieder angerufen wegen dem 4. Juli. Ich sagte ihm, es ist zu früh, um eine Entscheidung zu treffen und dass du dich auf die Schule konzentrierst. Aber wenn du diesen Sommer etwas Zeit mit ihm verbringen willst, unterstütze ich das natürlich. Brich nicht zu viele Herzen, Mama. Lucky Dana.
Weibermann. Ey, Elliot, du hast Englisch mit Dana Ward, richtig? Wie ist sie so? Ich finde sie heiß. Sag was Cooles über mich, aber nicht so, als hätte ich dich drauf angesetzt. Danke, Mann. Von Logan. Warren Graham is such a nerd. Du liegst so falsch. Ich gebe ja zu, dass Ed Wood einige furchtbare Filme gedreht hat, aber nach Plan 9 from Outer Space kamen noch so viele wesentlich schlimmere Filme raus. Es heißt, es ist der schlechteste Film aller Zeiten, aber hast du mal Night of the Lepus gesehen? Was sind Zombies im Weltall schon im Vergleich zu riesenfleischfressenden Kaninchen? Huh. There's way less porn here than I would have thought. Von unten, ne? Ja, von unten anfangen. Wächter der Hölle, Buch 3, Illuminati, Augebedeutung, Major Lucas Hampton, Der Sturm, Tickets, Blackwell Academy, Der Sturm, Zitate, Chloe Price, Chloe Elizabeth Price, Chloe Elizabeth Price, Acadia Bay, Elliot Hampton, Acadia Bay, wie man eine Krawatte bindet, Video. Okay. Ja gut, eine Krawatte binden kann nicht jeder, ne? Kann nicht jeder. Ich kann's auch nicht. So, Raum 210. Männerklo. Keine Ahnung. Keine Ahnung. I wanna say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Kuratorium der Blackwell Academy, die Prescott Stiftung, Staatsanwaltsbüro von Acadia Bay. Das Kuratorium der Blackwell Academy möchte Sie offiziell daran erinnern, dass, obwohl die Legalisierung von Marihuana derzeit auf Landesebene angedacht wird, der Einsatz von Marihuana-Produkten weiterhin auf nationaler Ebene illegal ist. Die Strafverfolgung von Konsum und, oder Besitz von Marihuana wird auf dem Blackwell Campus streng durchgesetzt. Okay. So, er dürfte das hier. Yep. Definitely Drew's room. Ah, steht da eigentlich? Okay. Ist keiner da, wie es aussieht? Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Is the money in there? All right. Guess I have to crack a 4-digit code. Kriegen wir hin. I wonder exactly how important 516 is to Drew. Abendessen der Uni-Auswahlpreise. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Lieber Drew, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sportstipendium für das Footballspielen an der Staatsuniversität Oregon. Wir wissen, dass ein junger Mann mit Ihren Fähigkeiten und von Ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das OSU-Franchise sein wird. Einer Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. Okay. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Glückwunsch, angesichts Ihrer unglaublichen Erfolge als Footballspieler und Schüler freut es mich, Ihnen ein offizielles Stipendium anzubieten. Ein Abschluss der Universität von Oregon ist einer der angesehensten akademischen Abschlüsse im pazifischen Nordwesten. Wir glauben wirklich, dass Sie ein Schüler und Athlet sind, der das Potenzial hat, einen großen Eindruck bei unserem Team und unserer Schülerschaft zu hinterlassen. Als leitender Trainer bin ich hier, um Sie auf Ihre Reise zum Erfolg zu unterstützen. Die Details des angebotenen Stipendiums sind wie folgt. Hallo Chris, vielen Dank für Ihre Berücksichtigung und das großzügige Stipendiumsangebot. Ich bedauere Ihnen mitzuteilen, dass ich ab Herbst die Staatsuniversität Oregon besuchen werde. Danke für Ihre Zeit. Oh. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Süßkram für den Quarterback.
Hey Alter, hast du noch Pillen? Ich bin fix und fertig. Du hast gesehen, wie ich gestern was für dich eingesteckt habe, oder? Niemand haut meinen Kollegen um, während ich zugucke. Aber besorg mir welche, okay? Ich brauche nur etwas für die Schmerzen. Mhm. Krass. Some folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Nee, ist mir zu viel. Gergron. Yeah. That fucker's dead. Legende von Lethe. Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Awesome. Das sieht echt gut aus. Plenty of possible combinations here. Einige. Ah, alles klar. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Funny, yo. War geil. Looks like Mikey's been staying here with Drew. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Vielleicht 1-2-1-2. Mehr könnt ihr mir nicht vorstellen. They look so happy. Ja. Ich muss es wirklich selber herausfinden. Damn it. Wrong numbers. Mann. Damn it. Wrong numbers. Okay. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder. 2009 vielleicht? Naja, es macht keinen Sinn. I didn't realize Drew was this. Frank wasn't. So many folks are shit out of luck around here. Nee, es war hier nicht. At least plenty of possible combinations here. 3. April 92. 3-4-92. Ich guck's mal, ja. Damn it. Oder 4-3. Damn it. Nee. Wrong numbers. Welcher überlegen muss wegen dem Dings. Was haben wir denn hier? Wir haben hier. I wonder exactly how important 5-16, ja, aber das ist ja nur 3, sind ja nur 3 Zahlen. 0-8-3-2 vielleicht? Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Jetzt habe ich die Zahl schon wieder vergessen. 0832. Is the money in there? Komm schon. 0832. Might actually need some help with this one. Ach so. Wenn du raten müsstest, was ist Drew am wichtigsten? Komische Frage, weiß nicht, Mikey vermutlich. Cool, mal ganz ab vom Thema. Wann ist Mikeys Geburtstag? Noch lange nicht, 27.12. Ich schmeiß wahrscheinlich eine Party. Ich schicke dir die Infos, danke. 1227. Worth a shot. Yes! Als ob. This is kind of fun. Ah. Did little Drew beat you up, too? Jackpot. Oui. I'm kind of good at this. Bisschen. Okay. Got the money. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here?
I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me $1,000. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah, bet $1,000 would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm just... Where is it? Please, just give me one... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Oh Gott. Let me go. No. Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye, football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew? You need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah. No. No way. What? What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Ich meine, man muss ja auch irgendwie mal in Chloes Rolle bleiben, ne? Ich hoffe, das war kein Fehler, Alter. Ich ring gerade echt mit mir, ob das vielleicht dumm war, dass ich nicht ihm das Geld gegeben habe. Egal, können wir jetzt nicht ändern. Ist so. Chloe hat das Geld. Und speichert Leute. Das heißt, wir sehen uns bei das... nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Ich habe es ein bisschen in der falschen Reihenfolge gesagt, oder? Ich glaube schon. Egal. Haut rein.